dann ist die ganze Situation ein bisschen eskaliert. Oh, da weiß man ja gar nicht, wo man anfangen soll. Wissen Sie, mein Mann, Dick. Wir waren eingeladen auf einer Party. Eine ganz tolle Party. Eine Einstandsparty vom College, wo ich jetzt einen Lehrauftrag habe. Hallo, ich bin neu hier und Sie sind bestimmt Frau so und so. Meine Frau hat sich ein bisschen gehen lassen, kann man sagen. Sie trinkt irgendwie manchmal ein bisschen viel. Sie hat dann nicht so eine natürliche Bremse drin. Und danach waren wir eben noch eingeladen bei der Tochter des Rektors und ihrem Mann. Zu Hause! Da sind wir dann eben noch hin, was natürlich ein Fehler war im Nachhinein. Aber die Party war klasse. Ich glaube nicht, dass die noch irgendwas von dem Abend weiß. Kann ich eigentlich noch ein Schlückchen Brandy haben? Meine Frau ist meine Frau und ich liebe sie. Sie hat halt manchmal sozusagen gute Abende und manchmal weniger gute Abende. Ich glaube, gestern ist war... So heiß hier? War einer von den weniger guten Abenden. Ich muss mir auch irgendwie was überlegen. Ich glaube, ich werde die nicht mehr mitnehmen in Zukunft. Oh. Jeder hat irgendwann den Punkt, wo er sagt, es reicht, oder? Also. Who is afraid of Virginia Woolf? Virginia Woolf? Virginia Woolf? Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wenn Sie irgendwie bei Freunden zum Essen eingeladen sind und die fangen auf einmal an, sich gegenseitig fertig zu machen. Haben Sie schon mal sowas erlebt? I was afraid of Virginia Woolf early in the morning. Oh.